So, Shalom, Agave, Shalom, immer denken, wie Gott denkt, Halleluja. Ich hoffe, die Kameraeinstellung ist jetzt schlecht genug, so dass man mehr, also meine Betonung ist auch auf der Inhalt, was ich zu sagen habe. Und ich denke, ich habe eine ganze Menge als Kind Gottes zu sagen, als Sohn Gottes zu sagen. Hier einmal mein, das ist themenmäßig illegal, das habe ich mit Absicht ausgewählt, diese Basecap. Jetzt wird es aber hier doch, werde ich da doch ein bisschen zu dunkel hier mit der Einstellung. So, das ist ein Black Friday Handy für 100 noch was, 140 Euro ungefähr, Normalpreis. Ein Black Friday für 98 kauft, dementsprechend auf das kommt mir es auch nicht drauf an, im Gegenteil. Ich wäre eigentlich lieber mit Standbild Aufzeichnungen zu machen. Ja, jetzt aber zum Thema, wie war mein Weihnachten? Es kam eine Frage über WhatsApp von jemandem, Bekannten. Und da werde ich mich dieser Frage etwas ausführlicher widmen. Erstens mal, mein großes Thema, wo ich tief rein, noch tiefer wie je zuvor reingehen werde, wird Autoritäten sein. Ja, Autoritäten hat mit du bist jeden Tag, du kannst dich dem gar nicht entziehen, ja, du kannst die Autoritäten nicht entziehen. Ich hatte jahrzehntelang, das war durch mein leibliches Vater-Sohn, beziehungsweise Sohn-Vater-Verhältnis, so muss ich sagen, sehr verschoben und gestört, ein sehr gestörtes Verhältnis zu Autoritäten. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte es nur side by side erwähnen. Warum ist es so wichtig? Weil mein Weihnachten hat sich nicht am 24.12.2020 entschieden, sondern die Wochen, Tage, Monate, Jahre zuvor. Ja? Und ich möchte als Schritt für Schritt reingehen, ja, weil ich hatte das geistlich gesehen, wahrscheinlich das brachialste, tollste, gigantischste 24.12. Weihnachten aller Zeiten. Und da möchte ich ein bisschen Schritt für Schritt reingehen, weil ohne den Mittwoch, ohne den 23., 22. und zuvor hätte es den 24. nicht gegeben. Also, und ohne zu weit auszuholen, der geistliche Punkt, ich gehe auch auf die anderen Dinge kurz ein, auch noch, ja, der geistliche, aber die sind nicht relevant wichtig im Gegensatz zu dem, was innerlich geistlich passiert ist, ja. Und zwar am 23.12. Da hatten wir ja Glory House. Glory House ist so eine Art Hauskreis, wie man es als früher als Hauskreis kannte. Also so erkläre ich das jetzt. Glory House Osterboden von der Glory Life Gemeinde in Stuttgart, wo ich zurzeit hingehe. Und da hat eine Schwester was ganz Gigantisches, die Lichtverhältnisse. So eine ganz gigantische Gemeinde. Einfach mal Livestream anhören und auf YouTube reinhören. Ich glaube, meine Kamera, um dann nochmal zurückzukommen, das ist genau das, was die Handytester zum Ausdruck bringen, wenn sie sagen, einen schlechten Sensor. Weil da einmal dunkel, einmal hell, obwohl sie gleiche, genau die gleichen Lichtverhältnisse, na, ob je nachdem, wie ich da gerade in die Kamera reinschaue, ist mal so, ist mir jetzt völlig wurscht, völlig egal. Also, das Thema, wo immer wieder reindringt, durchdringt, wo präsent, sage ich, danke, habe ich gleich für den Ausdruck präsent. Eine Schwester hat es schon vor Monaten angetouched, sage ich mal, ja, zum Ausdruck gebracht, ist das geschriebene, lebendig geschriebene Wort Gottes. Ja. Du kannst ja, der Buchstabe tötet, ja, steht schon in der Bibel drin, du kannst dich erschlagen lassen von der Bibel, wenn du das nach dem Buchstaben liest und die Lebendigkeit dahinter durch den Heiligen Geist dir nicht offenbar werden lässt. Ich hatte schon alle möglichen und unmöglichen Phasen zu der Schrift. Anfang, Mitte der 90er hat mir die Bibel überhaupt nichts mehr gesagt. Egal welche, egal Psalm, egal was ich aufgeschlagen habe. Ein Wort der Ermutigung, egal was. Es war für mich, ich war so, meine Seele war so im durch falsche Entscheidungen, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein,
Könnt ihr meiner History, meinem anderen Kanal, Agave Shalom, anhören, den, wo es interessiert. Ja, und durch falsche Entscheidungen kamen da Einflüsse und Dinge in meinem Leben, wo das Wort Gottes, die Lebendigkeit abgestorben ist und das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift zum Buchstaben wurde. Ja, wenn die Bibel für dich ein Buchstabe ist, ja, dann treff Entscheidungen, dass du wieder, ich bin dann wieder scheibchenweise, habe ich meine Seele wieder raus salamieren. Wie sagt man ja so schön, die Salami-Technik. Bei mir hat es 8 Jahre, 9 Stadt gedauert, intensive Bibelschule, Seminare und so weiter. Aber das war eine Investition, sage ich euch. Ich würde im 2007, nur so nebenbei, 2007 hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Steffen, Wort, 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 lass alles andere liegen und stehen. Nur Wort, Wort, Wort. Ich wusste nicht, wie lang. Ich wusste nicht im Voraus. Denn du denkst, wenn du eine neue Gemeinschaft kennenlernst, das geht ewig so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt verlaufen, warum auch immer. Und ich würde noch mehr, noch intensiver, ich ärgere mich sowas, dass ich nicht noch intensiver ins Wort Gottes mit den Geschwistern damals die Zeit ausgenutzt habe. Ja, und das war die Zeit von 2006, Anfang Februar 2006, und wo ich das erste Mal dort gehört habe, von den 4 Jahreszeiten Bibelschulen, so nannte man das damals am Anfang, Winterbibelschule, Frühjahr Bibelschule, Sommerbibelschule, Herbstbibelschule, wo ich das gehört habe, hat meine Seele alles andere als himmelhoch jauchzend geschrien, weiß nicht, was deine Seele gerade schreit, ja, nein, bloß nicht, ich habe schon so viel Bibelschule, war 3 Jahre Internatsbibelschule, was soll ich noch mit mehr Bibelschule, brauche ich doch nicht, dachte ich, ja. Bis dass ich per Zufall, frag mich nicht, wie ich da reingerutscht, weiß ich heute nicht mehr, wie ich da reingerutscht bin, einen Abend, das werde ich nie vergessen, Herbst 2007, in die Herbstbibelschule in der Brüggemannstraße, also die Herbstbibelschule war von Markus Thiemann, die Gemeinde dort damals, weiß nicht, wie hat die Namen öfters geändert, weiß nicht, wie sie zu diesem Zeitpunkt geheißen hat, spielt jetzt aber auch keine Rolle. Und ich habe mich richtig gekniffen, ja, warum, was ich versäumt habe, ja, warum ich nicht schon früher, weil ich wusste nicht, dass es überhaupt so was Lebendiges an Bibelschule gibt, ja, das hört sich so an, ja, dieser Ausdruck, Worte haben ja Macht, ja, und da hat der Heilige Geist drang durch zu mir und sagte, Steffen, lass alles andere, alles heißt alles, alles andere liegen und stehen, und nur noch Wort, Wort, Wort. Und ich habe das genossen, sage ich euch. Ich weiß nicht, ob jemals, wenn du heute die Umstände anschaust, wenn das so weitergeht, ob das überhaupt noch möglich sein wird. Ich glaube schon, dass wieder die Zeiten kommen, wo auch so diese Form und Art und Weise von Schulen und Gemeinschaft wieder stattfinden kann. Ja, aber dann hat sich das ausgelaufen und ich musste dort weggehen aus verschiedenen Gründen. 2014, ich war bis 2013 war ich Mitglied dort in der Gemeinde. Dezember 2013 und 2014 bin ich dann voll ganz weggegangen. Und ja, lass dich von dem, weißt du, was machst du? Ich bringe immer das Beispiel. Ich kann dir jetzt natürlich nicht reinpressen, wie du zum lebendigen Wort Gottes von jetzt auf nachher. Das kann ich dir schon durch Entscheidung. Ja, wenn du eine hundertprozentige Entscheidung, egal ob du schon Kind Gottes bist oder noch nicht, wenn du denn noch nicht Kind Gottes bist, kannst du das jetzt tun, indem du sagst, Herr, hier bin ich. Ich bin ein Sünder, ich möchte dich bitten, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Ich sage ja zu dir. Ich suche mir eine Gemeinde, wo das lebendige Wort Gottes verkündigt wird und werde täglich dein Wort meditieren, Metanoia. Da, ich habe das in den anderen Videos zuvor auf diesem Kanal angeführt. Ja, du kannst mich gerne anschreiben. Ich hoffe, ich finde da den Button da hier, den meine Nachrichten mal abzulehren, kann ich mich gerne anschreiben. Und dann schicke ich dir 10 Stunden Lehreinheiten zu, ja, über das Meditieren, das richtige Meditieren, das ist kraftvoll, das ist
Substanz gewinnt, ja, zu denken, wie Gott denkt, ja, ist eine ganz andere, er hat dich kreiert, er hat dich erschaffen, ja, deine Eltern wurden sozusagen biologisch, waren der biologische Part, dich auf die Welt zu bringen, ja, und auch da, ich hatte ja auch ein total verzogenes Verhältnis, mich gefragt, wieso wurde ich geboren und so weiter. Das wurde alles durch die lebendige Verkündigung dort in Neuenstadt, ja, wo ich mich neu erkannt habe, wer ich bin in Christus. Ja, diese Lebendigkeit, Halleluja, preis dem Herrn, wo meine Seele mehr und mehr, wo ich meine Seele mehr und mehr hineinführen durfte, ja, und das hat mir eine ganz andere Ausstattung in mir drin gemacht, ja. Und aber ohne jetzt halt zu weit reinzugehen, in diesem Video noch kurz das als Part, als Abschluss für dieses erste Video. Wenn ich jetzt die Bibel im Vergleich zu Anfang und Mitte der 90er, was für Zeiten ich da gehabt habe, was für eine Beziehung, sage ich mal, was für eine Relation zum geschriebenen Wort Gottes, ja, das Beispiel noch kurz, wo ich einflechten wollte, wenn du mit deinem Porsche, sonst was, Ferrari, weiß nicht, was für ein Auto du fährst, angehalten wirst, in eine Verkehrskontrolle kommst, was machst du? Und dafür ist das Wort Gottes so immens wichtig. Ja, was machst du? Du weichst dich aus, du gibst deine Berechtigung, das ist mein Auto, da steht's drinnen, da ich habe ein Fahrzeug, dass ich Besitzer dieses Fahrzeugs bin, war mal in der Schweiz ohne die richtigen Papiere, bin trotzdem nicht verhaftet worden mit dem Auto von meinem Freund. Das war noch ein richtiger Turbo-Flitzer, ja, und so weiter. Ich dachte, die kassieren mich jetzt gleich ein, ja, und so weiter. Ja, da, ja, und für das ist das Geschriebene, der Buchstabe, genauso wichtig wie die Lebendigkeit, ja. Und durch den Heiligen Geist bekommst du beides. Du hast den Buchstaben, du kannst gegenüber den Rest der Welt, sage ich mal, und vor allem gegenüber Satan, wenn er dich angreift, sagen, nein, so steht's geschrieben und ich glaube, so wie es da geschrieben steht und nicht das, was du mir gerade vermitteln willst. Ja, Halleluja, preis dem Herrn. Und das ist gerade in diesen Zeiten auch von Corona so immens wichtig. Ja, ich habe Beispiele in den vorangegangenen drei Videos erzählt, kann ich mal anhören, über meinen Schlaganfall und so weiter und so fort. Da sagen die Symptome, die ja da sind, die kannst du nicht wegnehmen, oder ja, und dann weißt du nicht, sind die, du hast jetzt keine, ich hatte in der Zeit, wo ich da nach meinem ersten Schlaganfall, kurze Zeit danach, so ungefähr 5 Minuten wieder die linke Seite komplett gelähmt, also da ging gar nichts mehr, ja, für Minuten, und du hast ja da jetzt kein CTR, wie das ganze Computertomographie, um festzustellen, sind das jetzt Symptome, oder ist das jetzt tatsächlich wieder was, wo du den Krankenwagen schnell anrufen solltest, ja, und so, und ich habe mich für den Glauben entschieden, auf der Grundlage des Wortes Gottes, und dann nach 5 Minuten war es wieder weg und ich war topfit, ja. Das möchte ich zum Ausdruck bringen mit der Lebendigkeit des Wortes Gottes. Wir sehen uns im nächsten Video. Shalom, Agabe Shalom, immer denken, wie Gott denkt. Halleluja, preis dem Herrn.